Hallihallo, da sind wir wieder. Es gibt heute ein Mini-Video. Das ist auch mal gut, denn ich neige dazu, immer so ein bisschen viel zu erzählen. Und es geht um Umstyling. Das ist hier eine IKEA-Lampe. Die ist sehr, sehr toll. Also man hat auch bestimmt in vielen Haushalten steht diese Lampe. Und sie ist aus Glas, ganz unkompliziert, ganz einfach zugeschnitten und auch sehr günstig zu erwerben. Und solche Teile finde ich immer irgendwie sehr, sehr schön und gut, dass es auch sowas gibt. Aber ich finde, die sollte ein bisschen individueller werden. Deswegen mache ich jetzt ein Umstyling mit dieser Lampe. So, was ich jetzt brauche, sind einmal kleine Äste, diese Lampe und meinen Heißkleber. So, und jetzt suche ich mir eine Fläche raus und lege mir da so erstmal so vorweg die Äste hin, wie ich es mir vorstellen kann, bevor ich die Äste dann mit dem Heißkleber aufklebe. Und da kann man sich von vornherein, also ich wollte jetzt nicht bis ganz oben die Äste haben, sondern nur den unteren Teil. Und dann macht man sich die Äste so ein bisschen zurecht, dass die auch eine Auflagefläche haben, wo man sie gut mit dem Heißkleber festkleben kann. Ja, ich glaube, ich habe es schon soweit. Also, da fange ich mal mit dem größeren Ast an, mache die untere Fläche, die aufgeklebt werden soll, mit Heißkleber, bestücke ich und klebe sie vorsichtig auf. So, da muss ich natürlich gucken, dass auch wirklich eine Auflage da ist und ich sehe schon, das ist hier ein bisschen bei dem Ast nicht so einfach. Da muss ich mal das zweite Mal ansetzen. Und dann auch ein bisschen ankleben, festhalten, damit das auch hält. Wunderbar. So, und dann habe ich den nächsten Ast. Ich will also nicht zu viele rausgucken haben. Deswegen ist das auch noch so eine Überlegung. Jetzt könnte ich mir hier einen festkleben. Da oben und da unten. Ich glaube, hier ist nicht so viel Auflagefläche. Also das ist eine ganz leichte und einfache Sache. Was bei dieser Technik nicht ist, das muss ich vorweg sagen, dass man da jetzt die Lampe, wenn man diese Äste hinterher abmacht, werden einige Stellen da sein. Manchmal bekommt man den Heißkleber auch gut ab. Aber ich würde sagen, diese Lampe ist so günstig zu erwerben, dass man da auch gut mal diese Lampe für diese Technik hergibt. Auf jeden Fall, das sieht dann sehr natürlich aus mit den Ästen. Ich weiß nicht, was mit meiner Lampe heute ist. So, und diese Sache macht man natürlich, diese Äste, damit bestückt man die Lampe natürlich an allen Seiten. Ich zeige euch das jetzt nur mal von dieser einen Seite, damit ihr seht, das ist wirklich eine Technik, die ist wunderbar. Man achtet ein bisschen darauf, dass man den Heißkleber nicht an die Finger bekommt und dann ist es eigentlich ganz, ganz schnell gemacht und ihr seht schon, das hält auch sehr gut. Man kann dann auch mal immer wieder nach einer Zeit nachkleben und vor allen Dingen in diesen Ecken und auch am Rande sind so kleine Äste ganz schön. Also, das ist eine unglaublich leichte und schnelle Variante, um eine Lampe umzustylen. Und ich glaube, das war es mal wert, dass man das zeigt. Und viel Spaß beim Nachmachen.